So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Wir haben es in Game, 6.22 Uhr, sehr schön. Dann gucken wir jetzt heute mal hier weiter. Wichtigste Info für morgen, es könnte sein, dass morgen, also Mittwoch, 29.05. keine Scum-Folge kommt. Oder erst wesentlich später, das weiß ich noch nicht. Da ich zurzeit immer noch sehr Probleme mit meinem Rücken habe. Oder besser gesagt, ja doch, mit meinem kaputten Rücken, kann man ja so sagen, habe ich morgen einen Termin beim Orthopäden um kurz vor 9. Und da ich nicht weiß, ob ich es dann morgen schaffe, eine Folge aufzunehmen oder wann ich zurück bin und ob es dann noch irgendwie hinhaut. Weiß ich wie gesagt nicht, ob morgen am Mittwoch eine Folge rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, aber versprechen kann ich nichts. Nur, dass euch da nicht, ihr euch nicht wundert, dass da morgen vielleicht nichts kommt. Wieso habe ich eine Verletzung? Was habe ich? Blutende Verletzung. Ach so, ja, wir hatten ja gestern Prügel bekommen von den Viechern. Falls es morgen nicht klappt, wie gesagt, wird auf jeden Fall Donnerstag, wird es wieder weitergehen. Aber ich sage, ich habe zurzeit wieder, ja, Rückenprobleme vom Feinsten. Ich kann kaum sitzen. Was auch momentan die Scum-Aufnahmen und so ein bisschen erschwert. Aber ja, ich gebe mein Bestes und will mich ja auch gar nicht beklagen. Also darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte halt nur bekannt geben, dass morgen es sein kann, dass nichts kommt. Natürlich Enshrouded kommt, die habe ich ja, oder die drehe ich ja immer vor, so ein paar Tage lang oder Wochen lang. Je nachdem, wie es gerade passt. Und Scum mache ich ja eigentlich fast täglich frisch. Deshalb... Ja. Kann das passieren, dass dann morgen nichts kommt. Auf jeden Fall wollten wir ja jetzt erstmal, wo sind wir? Wir sind hier. Erstmal wollte ich zur Base zurück. Ich möchte jetzt aber auch definitiv mal hier gucken, was das hier ist. Genau, hier die gelbe Straße lang sollten wir, glaube ich, nicht fahren. Die führte nämlich, glaube ich, übers Airfield, ne? Wäre dann auch nicht so clever. Hier müsste gleich aber irgendwo die weiße Straße kommen. Die könnten, der könnten wir ja dann mal folgen. Wenn ich den hier, einen Feldweg finde... Obwohl es nicht auch der Feldweg, ich weiß es noch nicht. So, dem folgen wir jetzt einfach mal, genau. Gehen wir da auf jeden Fall mal gucken. Nord, ach Quatsch, südwestlich, ja, ist ungefähr so richtig, ja. Ich wollte mir das schon immer mal angucken, was das da so alles ist. Dann nehmen wir das jetzt doch mal in Angriff. Auch querfeld ein hier fahren, oder? Ja.
Obwohl, ich bin gerade im Überlegen. Ich habe Hunger. Könnte das sein, dass da vorne der Schießplatz gleich kommt? Ja, das ist die Schießbahn, das ist doof. So, warte, kurz absteigen, dann das Teil hier Geschmack prüfen. Nee, ich würde das gern irgendwie. Ah, wir haben einen Dosenöffner dabei. So, öffnen. Holen wir uns zweimal das Zeug hier rein. Essen. So. Ja, wir sind immer noch am Frieren, ich sehe es schon. Und jetzt erstmal alles andere reparieren hier. Weil, ja, ich sehe es gerade auch, die Stiefel sind schon wieder runtergerockt. Das ist voll super. Also ich sage, an die Schuhe muss ich echt mal irgendwie öfter denken. Was bei mir meistens halt, ja, ich sage, die Schuhe irgendwie geraten immer irgendwie in Gerissenheit, Vergessenheit, so. Leerer Magen, wieso leerer Magen? Wir haben noch gerade gegessen. So, das auch nochmal essen. Essen. Dann schauen wir mal so. Ja, wir müssen da irgendwie an die Straße. Kalt ist uns auch schon wieder. Ja, wir müssten eigentlich, das ist sehr gut. Gucken, wo hier auf ist. Da ist auf. Ja, Vorrang. So. Ich weiß gerade auch tatsächlich nicht, oh, wir könnten hier natürlich jetzt den Fußweg folgen. Was wahrscheinlich auch wieder überall hinführt, nur nicht da, wo wir hinwollen, aber das ist eigentlich egal. Pilze gibt es hier jede Menge. Ui. So. Und dann, okay. Nee, ich weiß nicht, wo der Weg hinführt, oh Gott. Obwohl, vielleicht sollte man öfters mal diesen Faden folgen. Führen vielleicht auch zu irgendwelchen tollen Sachen. Aber Pfade folgen, nee, der führt mich nur hier wieder dahin. Da will ich doch gar nicht hin. Dann ziehen wir hier links raus. Wasser. Da. Aber. Auf die Straße, würde ich sagen. So. Ja, wir haben schon wieder fast keine Ausdauer mehr. Es sieht gleich nach Regen aus. Was es auch ein bisschen schwieriger jetzt gleich wieder macht. Wir werden erfrieren oder so. Irgendwas passiert bestimmt. Natürlich regnet es, habe ich ja gesagt. Das ist, ja. Es ist Falli-Wetter.
So, hier gibt es auf jeden Fall, warte mal, ein Gebäude. Hier könnten wir mal stehen bleiben. Hier werde ich auf das Fahrrad safen. Aber was heißt safen? Also ich stelle es einfach nur hier hin, weil das ist ja eh abgeschlossen. So. So. Yep. Dann gucken wir hier. Da ist nichts drin. Da sind nur ein paar Gummistiefel. Okay. Wir gehen hier hoch. Obwohl, das ist auch gar kein... Naja, das ist nur egal. Wir gucken, vielleicht finden wir ja doch hier irgendwas an... Halt, da, guck mal. Oh, Witzstein, geil. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier raus, dann hier rein schließen. So. So. Toll. Ganz viele Weintrauben gibt es hier. Die will ich aber eigentlich doch gar nicht haben. Obwohl, warte mal, wir könnten... Bei Weintrauben essen vielleicht einmal. Dann haben wir auch ein bisschen Durst gestillt und ein bisschen wieder gegessen. Essen. Ah, Rest können wir drin lassen. Z0. So, das Teil dahin, das dahin. Und, ups. Das dahin. Wunderbar. Ich würde jetzt gerne mal südlich runter, weil ich möchte ja natürlich gerne gucken, was das da hinten ist. So, dann schauen wir mal. Haben wir überhaupt so Not? Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Knackgedönse. Wir hätten auf jeden Fall 2 Schraubendreher, 4 Schraubendreher und ja, ein paar Pins dabei. Also das könnte funktionieren, wenn wir denn da irgendwie... Ich möchte jetzt einfach erstmal gucken, was das überhaupt ist oder ob hier überhaupt irgendwas ist. So, weil, sind wir mal ehrlich, du hast eine neue Zone betreten, Radiable Base. Mit. Lass mich doch nicht das dumm sterben hier, du hast Zone verlassen. So, jetzt, ja, komm. Eventzone, Häuser, Kisten und Autos knacken, Diebstahl. Ja. Okay, das heißt, wenn ich mein Auto hier hinstelle, kann es geknackt werden, oder was? Hä? Scheint ja fast so, weil irgendwie hinten tue ich hier gerade nichts. Okay, die Zone habe ich noch nicht wirklich jetzt verstanden. Ich habe natürlich gedacht, die Admins hätten jetzt hier irgendwie ein paar Gebäude hingestellt, die man knacken kann, oder ein paar Schränke oder was auch immer. Aber es scheint eine Zone zu sein, wo man selber bauen kann mit der Angst, geradet zu werden oder so. So verstehe ich das jetzt gerade. Das wäre dann definitiv keine Zone für mich. So. Aber natürlich, wer das möchte, ne, ist da drüben ist irgendwo eine Wildsau. Ich höre sie. So, ganz langsam, wir werden jetzt die Wildsau suchen. Oder auch nicht, weil irgendwie ist sie jetzt ruhig. Warum? Wenn mein Charakter hier so laut rumzittert, können wir die nicht finden. So. Wo ist sie denn? Hier ist irgendwo was. Lass mich gucken. Untersuchen. Richtung Nordwesten. Nordwesten ist da. Ah.
Das hört sich nach mehreren Wildschweinen an, finde ich jetzt. Ah, da, ich sehe sie. Wo ist das blöde Vieh hin? Oh, ernsthaft, das läuft da hinten oder was? Das Vieh? Warte, dann nehmen wir doch einfach das hier, oder? So. Gut, dann müssen wir das so machen. 3, 4. Es ist schon geil, dass hier eine Wildsau da einfach wegläuft mit meinem Bolzen. Dann müssen wir halt die nehmen. Das bringt mir alles nichts. Aber die Wildschweine oder die Viecher liegen immer noch ziemlich merkwürdig hier rum. So. Jetzt sieht das Vieh aus wie ein Vieh. Das ist gut. So, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was mit. Haben wir eigentlich irgendwas? Ne, wir haben keinen Dings. Egal. So, dann zerlegen wir jetzt erstmal den Torso. Ich finde es schon mal ganz gut, dass die anderen Wildschweine von uns ablassen. Zerlegen. Aber was mich tatsächlich wundert, ist, wenn man ein Wildschwein erlegt, dass das nächste noch da stehen bleibt. Weil das eine steht noch links irgendwie von mir. Eigentlich müssten, oder sind die bis jetzt da sonst auch immer weggelaufen? Aber okay. Aua! Okay. Blödes Vieh, ey. Das ist doch... Au! Weißt du, das ist, wenn man sich zu früh freut, meckert oder sonst was. Blödes Vieh, ey. Komm nochmal wieder, bist du tot. Das schwöre ich dir. Da rennt das voll in mir rein. Zerlegen. Zerlegen. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. So, ich würde tatsächlich vielleicht sogar noch hier so ein Fett mitnehmen wollen. Dann lassen wir den Rest hier liegen. Dann müssen wir jetzt gucken. Crafting. Das Ding hat doch eben unterwegs behauptet, wir haben Hunger. Das heißt, wir machen jetzt, könnten jetzt, warte, wir können auf jeden Fall hier so eine Wildschweinmütze herstellen. Nicht, dass wir sie brauchen, aber wir können sie herstellen. Und dann ein Lagerfeuer oder sowas brauchen wir doch, ne? Improvisierte Feuerstelle. Ja, ich glaube, die müsste sogar schon reichen. So, warte, dafür brauchen wir Stöcke und Dings. Okay. Busch, wo ist der Busch? Wir brauchen erstmal einen Busch hier. Busch, Busch, Busch. Eine Busch. So. Zerteilen. Ah, natürlich nimmt der wieder das Schwert, der Depp. Langer Stock. Mögliche Komponenten. Jetzt ehrlich, ich habe gerade echt keine Ahnung, aber wir machen das einfach mal so. 4, ich glaube, wir können auch kleine da reinmachen, oder? 4. So, egal jetzt. Ich mache jetzt erstmal hier in kleine Stücke zerteilen. Da ist schon wieder eine Wildsau. Egal. So, 4. Wir bräuchten noch ein Teil hier. Kann man hier raus? Ja, Zunder. Wunderbar. Alter, geh weg. Ist das vielleicht die Wildsau mit dem Bolzen?
Könnten wir die vielleicht erschießen, um den Bolzen wieder zu kriegen. So, dann haben wir das auch schon. Warte mal, ich möchte mal kurz das da aufnehmen. Pilz, gucken, was ist das für einer? Okay, den nehmen wir nicht mit zum Essen dazu. Das wäre blöd. Nein, nicht instandhalten. Feuer anzünden? Nee, Moment, ich hätte gern kochen. Genau, kochen hätte ich gern. Fleischspieß. So, einfach nur mal ein Fleisch. So, Moment, wir sollten vielleicht mal das Feuer anzünden, ne? Guckst du, dann geht das auch. Dann können wir nämlich auch Essen kochen. So. Und da auch noch ein Fleischspieß. So. Hervorragend. Dann können wir jetzt zwei Spieße machen. Wunderbar. Ja. Eine Minute vorher. Und vor allen Dingen der Vorteil ist jetzt natürlich, ne, uns wird nicht kalt. Wir können das Fett wegschmeißen, das brauchten wir nicht. Obwohl, da könnten wir eigentlich Feuer schüren mit. So, dann kochen wir mal hier. Wir haben noch 11 Minuten und 12 Minuten. Das könnte sehr schön werden. Dann haben wir zumindest was zu essen. Zwei Einheiten. Wir haben leider kein Salz und sowas dabei, was mich gerade ein bisschen... Ja, egal. Irgendwo hatten wir Salz. Ich glaube sogar im Auto. Nur nicht dabei. Vielleicht sollten wir immer Salz unterwegs mitnehmen, um die Spieße zu bearbeiten. Wir warten auf jeden Fall erstmal, dann hauen wir uns den ersten Spieß rein und den zweiten Spieß, würde ich sagen, nehmen wir einfach so mit. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass es nicht anfängt zu regnen, weil wenn es jetzt natürlich regnen würde, wäre das natürlich wieder blöd, weil das Feuer ausgeht. Ich meine, das ist natürlich realistisch und irgendwie auch gut gemacht, bin ich ja ganz ehrlich. Und Essen ist gleich fertig. Ja, ich sage, dass man jetzt unterwegs so relativ einfach eigentlich wirklich Fleisch oder überhaupt Zeug kochen kann, finde ich mittlerweile echt ganz gut. Weil wenn man überlegt, ne, man hatte früher zwar auch die Viecher, die man erschießen konnte und was weiß ich nicht was. Aber man hatte nicht die Möglichkeit... Ja, ja, ist sehr gut. Nein, kochen. Ja, kochen. So. Man hatte irgendwie nicht die Möglichkeit... Na toll, verbrannt. So, das packen wir da rein. Reifen. Dann essen wir das zuerst. Man hat halt nicht unterwegs die Möglichkeit des Essens so. Das vernünftig zu machen. Wir lassen das Feuer einfach mal brennen. Vielleicht sieht ja jemand das Rauch. Das Rauch. Genau, den Rauch. Und braucht ein Feuer zum Wärmen. Hier ist immer noch irgendwo eine Wildsau. Also ich möchte jetzt einmal mal hier kurz zumindest mal gucken. Irgendwo da kommt das Geräusch her. Ist das vielleicht wirklich unsere Wildsau, die wir eben angeschossen haben, die hier in den letzten Atemzügen liegt? Oh ja, das ist sie. Oh, das arme Vieh, ganz ehrlich, ich möchte das jetzt erlösen. Bin ich ja ganz ehrlich.
Also jetzt nicht nur, weil es unseren Bolzen hatte, aber ich finde es eigentlich grausam, so Tiere leiden zu lassen. Tut mir leid, Vieh. Wir hätten viel früher dir hinterher gesollt. So. Out. Was auch immer ich jetzt da getrieben habe. Jetzt sieht gerade merkwürdig aus. So. Sehr schön. Zerlegen. Natürlich nehmen wir das Vieh jetzt auch mit. Zumindest die Reste davon. Und ja, braten es dann zu Hause, machen daraus lecker Essen. Das Vieh soll nicht umsonst gestorben sein, so. Aber wir haben unseren Bolzen auch wieder. Nicht, dass es die Sache jetzt besser macht, aber so, weil das Ding da drauf zusammenführen. Was will der Charakter jetzt pullern oder was? Nicht gerade, wenn wir hier am Auseinandernehmen sind. Ja, das kleine Problem ist tatsächlich wirklich, dass man halt die Armbrust nicht so schnell nachgeladen kriegt. Um so ein Wildschwein halt zu töten. Ne? Deshalb habe ich jetzt auch beim jetzigen Schuss einfach mal mit der Pistole drauf. Hätte jetzt die Möglichkeit gegeben, dass es wieder wegläuft, dann hätte ich jetzt halt nochmal mit der Pistole drauf geschossen, dann wäre es definitiv nicht mehr weggelaufen. So, jetzt haben wir auch alles soweit fertig. Dann würde ich sagen, achso, pinkeln wollte der Charakter, glaube ich, noch, ne? Blase, Wasser, ja, könnte irgendwann so. Ja, 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 ist ja gut, ich lass mal kurz Wasser mit dem, so. Und weiter geht's. Gut, also wie gesagt, ich glaube, die Zone hier soll wirklich sein, wenn jemand Lust hat, geraidet zu werden oder sonst was. Könnte natürlich auch sein, dass du da beschossen werden kannst, oder? Weil wenn du knacken kannst, musst du dich ja auch verteidigen können. In D4. Irgendwo da? Nee, wir müssen auch gerade irgendwo da in die Richtung. Ach ja, das ist jetzt wieder. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was das da war. Ich habe, glaube ich, ja gut, ich habe zwar schon viel im Discord gelesen, aber ich habe das irgendwie, das muss ich mir auch nochmal durchlesen, was das ist. Weil ich habe eigentlich gedacht, weiß ich nicht, dass das eine Zone ist, wie gesagt, wo man halt Knacken üben kann oder so, dass die Admins da vielleicht irgendwie was gemacht haben mit Kisten oder sowas. Und aber nein, ist wohl falsch gedacht gewesen. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Oh Gott, wir sind hier, da sind wir ganz falsch, weil da habe ich definitiv nicht mein Fahrrad abgestellt, glaube ich. Oh Gott. Nee, Moment, das ist. Na, das ist dieser Bauernhof, genau, wo auch ab und an ein Auto spawnt. Nein, da haben wir definitiv nicht das Fahrrad abgestellt. Wir müssen noch ein bisschen weiter hoch, glaube ich. Oh Mann. Hätte ich gewusst, dass wir da noch ein Schwein auf zwei zerlegen, wäre ich vielleicht gar nicht so weit weggelaufen vom Fahrrad, oder. Egal. So. Wir müssten ja dann eventuell jetzt bald unser Fahrrad erreichen. Ist ja Gott sei Dank unter einem Gebäude abgestellt, das hier an der Straße war. Das dürfte also nicht zu übersehen sein. So.
So, dann weiter geht's. Da ist es doch. Guck, da ist das Gebäude, da ist mein Fahrrad. Da wäre ein Plumpsklo. So, fahren bitte. Knapp, aufsteigen. Danke. Und rückwärts hier. Das Zeug in den Ohren sieht ja schon eklig aus. Das ist lecker. Ja, hat aber 83%. Dürfte also noch nicht so. Egal, wir müssen zu Hause auf jeden Fall, glaube ich, mal nach den Reifen gucken. Das hört sich nicht so gesund an. Ich kann mir nur vorstellen, dass es die kaputten Reifen sind. Alles andere würde definitiv keinen Sinn machen. I hope. So. Vielleicht sollten wir zu Hause doch mal das Bike. Ich weiß gar nicht, ob das geht, davon mal abgesehen, auf dem Wagenheber zu stellen. Aber ich würde mal gucken, ob wir das Ding nicht eventuell irgendwie repariert kriegen. Mit den Fahrzeugreparatursets. Und natürlich fahren wir heute hier lang. Dann, ja, könnten wir eigentlich die nächste schon rechts fahren oder die übernächste, ist eigentlich egal, obwohl wir könnten bis dahin fahren. Also wir müssen hier auf jeden Fall jetzt gleich rechts, dann fahren wir bis dahin und dann rechts. Ja, das sollte hinhauen. Und hier möchte ich jetzt auch nicht definitiv anhalten, um zu looten, weil wir haben eh nur das bisschen hierbei, noch ein bisschen Platz nur noch. Wir gucken, dass wir jetzt Richtung Heimat kommen. Wow! Da war ein Zombie im Gedöns. Okay. Den habe ich weder vorher gehört noch gesehen. Das ist auch ulkig. So, dann lass mal gucken. Ne, zweite war das, okay. Den fahren wir hier weiter. So, komm, geht schön bergab hier. Haben wir jetzt eigentlich, müsste doch, ja, Fleischspieß, ich wollte gerade sagen, müsste ja eigentlich hier das Ding noch vernünftig arbeiten. Aber immer noch 26 Kilo Fett.
Jetzt gleich müssten wir rechts fahren. Ja, das ist wieder diese kleine Ortschaft hier. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt oder direkt am Anfang schon gesagt. Ich weiß nicht, ob morgen eine Folge rauskommt. Das heißt, morgen werden wir definitiv keine Airdrops machen, wie ich es ja eigentlich vorhatte. Dann müsste man vielleicht gucken, dass ich übermorgen dann, also Donnerstag, die Airdrops mache. Notfalls, wenn ich es nicht schaffe, bis morgen zu Hause zu sein. Und es nicht schaffe, morgen irgendein Video aufzunehmen, dass wir dann zumindest nach Hause fahren und ja, dass wir dann am Donnerstag oder morgen, je nachdem, wie ich das hinkriege, dann mit dem Auto direkt losfahren oder halt mit dem Moped. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir nehmen komplett leeren Rucksack mit und setzen uns aufs Moped. Dieses erstens, ja, ich weiß nicht, ob es schneller ist, aber es ist, es fliegt besser durch die Gegend. Könnte man vielleicht auch mitnehmen. Und ich glaube, in die Taschen passten irgendwie zwei Rucksäcke oder so, ne? Vielleicht machen wir auch die Tour mit dem Motorrad. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. So. Ja, da es jetzt ein bisschen bergab geht, würde ich natürlich gerne, ja. Ich 85, ja, das haut immer noch nicht so hin. So, ja, es ist ein Stück bis nach Hause. Wir könnten, ja, das heißt, wir könnten, wenn ich jetzt hier querfeld einfahre, wäre das wahrscheinlich absolut blödsinnig. Klar, wir würden irgendwann zu Hause ankommen, aber wahrscheinlich erst Jahre später. Deshalb wäre das wahrscheinlich nicht so toll. Machen wir weiter hier. Ach, Mopi, alles gut. Ja, ich finde es immer ganz faszinierend, wenn Tiere mitkriegen, dass es einem nicht so gut geht, dass sie dann ankommen, einen anstupsen und ja, irgendwie versuchen zu beruhigen oder so. Macht doch gerade die Kleine hier wieder bei mir, also meine Hündin. Alles gut, Maus. Hm? Leg dich ruhig hin. Leg dich hin, Mopi. Alles gut. Ja, ich bin mal gespannt, was der Arzt morgen sagt. Bin ja froh, dass ich so kurzfristig eigentlich einen Termin beim Arzt jetzt gekriegt habe, vor allen Dingen bei einem Facharzt beim Orthopäden. Weil eigentlich hat man ja doch längere Wartezeiten. Da müssen wir halt schauen. So.
So, ach so, im Übrigen könnten Jonas los. Leg dich hin, Maus. Dann fahren wir mal hier hoch. Natürlich wäre es einfacher gewesen, wir wären von unten aus, von oben aus reingefahren, ne? Dann hätten wir gleich nur bergab gehabt. So wollen wir jetzt gleich bergauf trampeln. Das ist ganz mies. Ja, ja, ich merke schon, wir haben auch schon keine Ausdauer mehr. Schlecht. So. Wir sind natürlich auch mit 41 Kilo nicht gerade leicht unterwegs, ne? Ja. Hallo, du musst auch trampeln, Onkel. Danke. Ich wollte kurz sagen, dass sie komisch aus Fahrrad fährt, aber wir trampeln kein bisschen. Oh Gott, das wird auf jeden Fall nicht leicht. Das wird eine anstrengende Gelegenheit, sehe ich gerade so. So. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie falsch fährt. Wo ist denn der Weg da? Manchmal übersehe ich den Weg oder ne, guck nicht richtig hin. Das ist echt Wahnsinn. Da. 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 Ne, hier lang ist schon richtig. Wir fahren jetzt hier einfach den Weg hoch. Und wir müssten natürlich, glaube ich, wieder mal gucken, dass wir ein bisschen da hoch reparieren. Ich glaube, das haben wir auch schon Weg. Da. Längere Zeit nicht gemacht. Okay. Erstmal wieder ausdauern. So, wie wir jetzt immer 90%. Okay, weiter geht's. 100. Also merken, nächste Mal mit Fahrrad, wir fahren, oh Gott, den anderen Weg. Wir kommen dann von oben oder so. Ist, glaube ich, besser als von unten hochzufahren. Ja, obwohl, wir haben jetzt erst zweite Päuschen, ne? Das ist ja auch nicht von schlechten Eltern so. Hier hinein. Und jetzt gleich. Ja gut, da kommen wir jetzt nicht mehr durch, aber wir können jetzt außenrum fahren. Das ist blöd. Warum ist da ein blödes Zombie-Vieh in meiner Base? Ich hasse es. Oh. Alter, geh doch weg, Zombie-Vieh. Aua. Diese blöden Viecher, ne? Das ist echt zum Kotzen. Mann. Mach doch nicht sowas. Das ist immer geil. Dann hast du plötzlich, kriegst du sie aufs Maul von irgendeinem blöden Zombie. Mann. So, jetzt haben wir hier. Warte, haben wir Nahrung. Kühlschrank. Oh Gott, ja. Wir haben hier noch ganz viel Wolf drin. Wolf? Ja, Wolf. Jetzt kommt hier Wildschwein zu. So, machen wir das so. Ja, dann müssen wir gucken. Nahrung. Da. Oder da. Da, da oder da. Weißt du was, wir machen da. Oh, guck mal, hier ist auch ein Käse, der gerade verschimmelt. Irgendwie. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, deshalb machen wir das auch nicht so weit runter. Damit wir das im Auge behalten. Weil sonst schimmelt uns das Fleisch hier weg. So. Ja. Vorrangig. Fleisch haben wir fertig soweit. Das da noch hin. So. Können wir dann bei Gelegenheit auch wieder fertig machen. Dann das Zeug jetzt hier raus. So. Sortieren. Wir schmeißen raus, was wir gerade nicht brauchen. Einmal das. Warte, das kann halt, das kann da. Warte, das reparieren wir jetzt. Reparatur. Gut, dann geht das rüber. Das geht rüber.
ist das, das und das. Das geht hier runter, das geht rüber. Das behalten wir hier. Das geht jetzt auch gleich rüber. Das geht in Sortieren, das geht in Sortieren. Die Schmerzmittel, das hier, das. Die Pilze sowieso. So, und das geht nach drüben. Cannabis geht in die Einbau. Den würde ich gern, genau, so. Für morgen, übermorgen wollen wir den natürlich hier einbauen. So, Saatgut. Und wir müssten, glaube ich, auch noch Tabak haben. Alter, jetzt machen wir nicht schwach. Wir hatten doch noch Tabak, oder? Feige, Zucchini, Spinat. Ja, sieht irgendwie nicht so aus, als wenn wir Tabak hätten. Ich dachte, wir hätten noch so ein Tütchen Tabak gehabt. Oh Gott, Paprika. Ja, das läuft hervorragend voll daneben. Zwiebel, Gurke, Mais, Knoblauch, Guantelupe, Spinatkante, Lupe, Dingsbums, Kopfsalat. Oh Gott, Feige, Zucchini, Tütchen, Guantelupe, Möhre, Paprika und ach du Kacke. Ja, ich war der Meinung, wir hätten noch irgendwo, da ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Ich war der Meinung, wir hätten noch irgendwo, hätten wir. Nee, warte, den nicht. Ja, ich nehme ihn ja schon raus, sonst machst du das ja eh nicht. So, da ein bisschen düngen. So, wir gucken im Auto. Düngen. So. Wir gucken im Auto. Irgendwo muss doch hier... Warte, lass mich jetzt nicht dumm sterben. Ich weiß, dass wir das irgendwo hatten. Verdammt, danke. Ja, Karte ist abgelaufen. Die kann natürlich raus. Tütchen Samen. Hatten wir die hier drin? Warte, ausrüsten. Ne, da ist leider auch nicht drin. Okay, schade. Gut, dann. Oh Gott, warte, das Ding da rein. Das Ding da raus. Gucken im Loot. Wir gucken einfach mal, ob wir jetzt im Loot. Vieh, hau ab. Auf jeden Fall, warte, machen wir hier noch ein paar Akkus, die wir gleich mal reinpacken können. Ah, ja, ist ja gut. Ich habe es schon gehört. Wo bist du? Ja? Da ist sie. Ja, komm her hier. Ich bin hier. Hoho, junge Frau. Kommen Sie her. Komm. Gut. So. Ja, nee, ist klar. Wenn ich sie tot gekloppt habe, muss ich noch in ihre Horde rufen. Blödes Vieh. Lass es doch sein. Ja. Ich bin gerade echt am gucken. Was haben wir hier? Brokkoli? Nee. Möhren, okay, nein. Okay, hier haben wir auch nichts drin. Hatte ich denn... Ach, mistige Viecher. Lass es doch einfach, Viecher. Lass das doch einfach. Mann. Weiß, ich hatte irgendwo den Samen drin. Ich weiß es. Ich weiß schon nur nicht mehr wo. Oh Gott. Da kommt auch direkt schon einer. So, warte mal kurz. In die Hände nehmen. Ich möchte jetzt mal gucken, ob wir das... Fahrrad irgendwie reparieren können. Ne, können wir nicht. Aber es kommen hier gerade irgendwie immer mehr Zombies, habe ich das Gefühl. So, ich war, wie gesagt, der Meinung, wir hätten das Ding noch drin gehabt. Aber okay, scheint nicht so. Dann
Eigentlich egal jetzt, sortieren. So, ich hoffe, der schreit, wenn er bei mir in der Nähe ist. Weil ich jetzt gerade hier nochmal Brokkoli. Also ganz ehrlich, ich war der Meinung, wir hätten irgendwo Tabaksamen noch gehabt. Bin ich echt der Meinung gewesen, aber okay, anscheinend nicht. Dann werden wir jetzt keinen Tabak pflanzen. Gut, ich werde jetzt auch nicht mehr wirklich mit den Zombies diskutieren hier, weil ich sehe schon, wir sind bei 50 Minuten. Ich hau jetzt noch schnell die zwei Akkus hier rein. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Ich weiß jetzt nicht, womit ich ihn aufgefüllt habe. Oh Gott. So. Wie gesagt, ja. Auf jeden Fall machen wir erstmal für heute Feierabend. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Ich werde versuchen auf jeden Fall für morgen, ob es klappt, weiß ich nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Nachmittag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal ciao. Der Falli.